du darfst trotzdem nicht gehen. Aber ich habe gar nicht vor zu gehen. Im Ernst jetzt? Und dein Vater? Tja, ich habe ihm gesagt, wie ich das sehe. Dass ich nicht so werden will wie er. Traurig und frustriert, weil er nicht das machen konnte, was er wollte. Und das wäre? Singen. Er hatte eine Band, aber er hat das alles aufgegeben. Für seine Karriere. Und jetzt? Jetzt hoffen wir, dass wir den Contest gewonnen haben. Dann wird ihm klar, dass du Talent als Sängerin hast. Du bist hübsch, gut, talentiert. Und ich krieg nichts auf die Aber Reihe. Was redest du denn da? Du bist eine tolle Designerin. Aber jetzt lass mich wieder los. Das ist gar nicht wahr. Heute ist auch noch die Prüfung. Es gibt noch jede Menge zu tun. Wir haben keine Zeit mehr. Tante Betsy, hilft mir nicht, in Panik zu geraten, denn ich... Jeder hat seine Methode. Tante Betsy lässt dich zählen und ich kneife dich. Da bevorzuge ich Tante Betsy. Wenn du mir helfen willst, dann bin ich dir nicht egal. Doch, ich will nur, dass alles läuft, ohne Vorprüfungspanik. Die Prüfung. Modenschau. Große Modenschau. Vor all den Größen der Modewelt. Hilfe, Panik. Ich werde das Unkontrollierbare kontrollieren. Wir sind doch fast fertig. Wir müssen noch so viel machen. Ich bin ganz ruhig, keine Sorge. Aber warum starrt ihr mich alle so an? Das macht mich nervös. Oh. Okay, jeder macht seinen Part. Während die Chicas sich nochmal auf die Klamotten stürzen und überlegen, wie sie unvergesslich machen können, kümmern wir Jungs uns um den Aufbau. Ich bin echt bereit. Oh. Edu, wäre vielleicht besser, wenn du den Mädels zur Hand gehst. Los geht's. Von dieser Prüfung hängt alles ab. Stört's euch, wenn ich mit Kopfhörern arbeite? Ja. Er meint das andersrum. Nausicaa, bist du etwa nicht davon überzeugt? Im Ernst, Bianca, das sagst du doch nur, weil dir die Modenschau egal ist. Das ist nicht wahr. Ich will, dass Maggie alle umhaut. Dann musst du ihr sagen, dass dieses Outfit total trashig ist. Das funktioniert so nicht. Die sehen viel zu einfach aus. Mir fehlt immer noch das Einzigartige, Unverwechselbare. Ja. Dann gefallen sie euch auch nicht? Doch. Aber du hast doch sicher schon Verbesserungsvorschläge. Nein, leider nicht. Ich stecke irgendwie in der Sackgasse. Mein Kopf ist total leer. Was starrt ihr denn alle so? Bin ich wieder hysterisch? Ja. Könnt ihr nicht irgendwas für mich tun? Ja. Ja, aber bitte leise. Ich muss mich konzentrieren. Ja. Nein, sagt etwas. Diese Stille macht mich wahnsinnig. Ja. Könnt ihr denn nur noch Ja sagen? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Entweder ich eliminiere die Panik oder Maggie. Hey, one and two,